In diesem Video erkläre ich dir ganz genau, wie du dich mit der aktuellen Kriegssituation verhalten kannst bezüglich deiner Aktieninvestments. In den letzten Wochen passieren extrem schreckliche Dinge in der Ukraine und ich hoffe natürlich auf schnellen Frieden, aber viele Leute haben sich eben die Frage gestellt, was kann man jetzt machen? Ist es moralisch verwerflich, jetzt überhaupt an Aktien zu denken, Aktien nachzukaufen? Sollte man vielleicht irgendwie sogar überlegen, wie kann man davon profitieren? Viele Leute haben gefragt, ist es sinnvoll, in Rüstungsunternehmen zu investieren oder ist es vielleicht sogar mal sinnvoll, gar nichts mehr zu machen und sich so ein bisschen vom Aktienmarkt zu entfernen? All diese Fragen und noch viele mehr werde ich dir in diesem Video beantworten. Und am Ende des Videos erkläre ich dir auch, wie ich mich persönlich verhalte und was ich jetzt in der aktuellen Situation mache. Und damit fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Ist es moralisch jetzt falsch, Aktien zu kaufen? Genau diese Frage habe ich in meinem Instagram-Fragesticker sehr, sehr oft gehört. Viele Leute und auch ich sind natürlich geschockt von der aktuellen Situation. Und im ersten Moment fragt man sich natürlich, wie geht das Ganze weiter? Sollte ich mich jetzt lieber nicht ein bisschen zurückhalten mit dem Aktienkaufen? Das schlechte Gewissen tritt natürlich auf und es ist natürlich normal, dass man sich solche Fragen stellt. Und oftmals kommen natürlich auch Gedanken wie, ich kann doch jetzt nicht von solch einer Situation profitieren. Es fühlt sich da irgendwie so ein bisschen falsch an. Das Problem an der ganzen Sache ist, immer wenn Aktienkurse stark fallen, wenn Krisen da sind, hat dies auf der anderen Seite nie positive Gründe. Also wenn der Aktienmarkt brutal einbricht, dann ist irgendwo etwas da. Beispielsweise 2008 hat mein Vater seinen Job bei der Bank verloren und war von heute auf morgen arbeitslos. 2020 haben viele Menschen Umsatzeinbrüche durchmachen müssen. Und auf der anderen Seite haben aber auch extrem viele Menschen von dieser Zeit profitiert. Ist das jetzt fair oder nicht? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich gebe dir jetzt hier mal meine Gedanken mit zu der aktuellen Situation. Ich investiere trotzdem weiter in gute Unternehmen, die nichts mit der Situation zu tun haben und in der nächsten Zeit eventuell günstiger werden. Am Aktienmarkt ist eine Sache nämlich extrem wichtig: Kontinuität. Wenn du immer dann, wenn es schlecht läuft, auf der Welt nicht investierst, wirst du vermutlich nicht wirklich oft investieren können. Es gibt immer viele Gründe auf der Welt, um sich Sorgen zu machen. Ich finde, wer gut für sich sorgt, kann gerade in solchen Zeiten extrem helfen. Viele Leute setzen ihre Kräfte und ihr Kapital ein, um gerade jetzt Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Beispielsweise mein Freund Maurice und seine Immobiliengesellschaft stellen jetzt kostenlos Wohnräume zur Verfügung. Und das kann man auch nur machen, wenn man natürlich auch an das Investieren denkt. Dann kommen wir zur nächsten Thematik. Sollte man jetzt Rüstungsunternehmen kaufen? Der Gedanke ist für viele naheliegend. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, welche Branche jetzt noch gut laufen kann. Bis auf die Gedanken gekommen, hey, die Rüstungsindustrie ist ja jetzt etwas, was von der ganzen Situation leider profitiert. An dieser Stelle kann ich dir aber nur meine persönliche Meinung mitgeben. Jeder muss wissen, was er tut. Ich finde persönlich, die eigenen Werte stehen über dem Geld. Ich investiere nicht in diesen Bereich und habe auch niemals vor, in diesem Bereich zu investieren. Ich verurteile Leute aber nicht, die in diesen Unternehmen investieren möchten. Für mich ist das tatsächlich nichts. Ich möchte mich möglichst stark mit meinen Aktien im Depot identifizieren können und hinter dem Geschäftsmodell stehen. Wenn ich nicht begeistert bin von dem Unternehmen, dann lasse ich es und investiere auch nicht. Und die Rüstungsindustrie ist nichts, was mich begeistert, wo ich wirklich sage, das möchte ich unterstützen. Ich esse zum Beispiel seit Jahren auch kein Fleisch und würde aus diesem Grund auch niemals irgendwelche Fleischhersteller kaufen und da investieren. Ja, wenn du dich natürlich damit wohlfühlst, dann ist das völlig in Ordnung. Es muss halt irgendwo immer mit deinen Werten korrelieren. Merke dir also, du musst dich mit deinen Investitionen wohlfühlen und vollkommen dahinter stehen. Und das ist auch schon der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Die nächste Frage ist, ob man seine Aktienstrategie jetzt verändern sollte. Die Aktienmärkte rauschen aktuell extrem ab und wenige Aktien zählen aktuell zu den Gewinnern. Also wenn du in dein Depot schaust und das Ganze an manchen Tagen nicht so gut aussieht, dann ist das normal, weil in einem Crash fällt erstmal alles. Selbst wenn du extrem diversifiziert bist, wirst du auf kurz oder lang in einem Crash einfach viele Aktien haben, die im Kurs verlieren. Das Problem ist, wenn du jetzt anfängst, an dir und deiner Strategie zu zweifeln, dann ja, wirst du deine Strategie auf kurz oder lang irgendwie umändern. Aber, und das möchte ich dir heute mitgeben, die Zweifel kommen aber meistens nicht wegen deiner Strategie, sondern die Zweifel kommen aufgrund der Tatsache, dass du eben keine Strategie hast. Also sei jetzt auf jeden Fall mal ehrlich zu dir und beantworte dir selbst die Frage, hast du eine klar definierte und schriftlich festgehaltene Aktienstrategie? Falls du keine hast oder generell unsicher bist, kannst du dich gerne unverbindlich unter www.mxrode für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Dann kann ich dir konkrete Impulse mitgeben, damit du eben keine fatale Fehler machst und dadurch vielleicht sogar Geld verlieren würdest. Fazit aus dieser Frage, du brauchst eine klare Strategie und diese wird auch in Krisenzeiten beibehalten. Natürlich kannst du kleine Anpassungen machen, wichtig ist aber, dass du an deiner Strategie festhältst. Eine weitere Frage, die ich von einem Zuschauer bekommen habe, ist, ob es nicht sein kann, dass der ganze Aktienmarkt jetzt so tief abrutscht, ja, und sich das Ganze nicht mehr erholt, oder ob ich keine Angst habe vor einem dritten Weltkrieg, wie sich das Ganze verhält. Und ich möchte hier
unbedingt mal einen Punkt mitgeben. Ich glaube, jeder hat bei der aktuellen Situation, wenn er die Nachrichten schaut, Angst und ist getroffen von dieser schrecklichen Situation. Und wenn man die Sache jetzt mal nüchtern betrachtet und zurückschaut in die Vergangenheit, dann hat der Aktienmarkt und dementsprechend viele Unternehmen die schlimmsten Kriege, die schlimmsten Krisen überstanden. Das heißt, der Blick in die Vergangenheit hilft. Ich spreche hier auch manchmal gerne mit meinen Großeltern, die aus einer ganz, ganz anderen Zeit kommen. Wenn man sich da mal anschaut, wo die Welt damals war und wo sie heute ist, dann erkennt man da doch einen klaren Fortschritt und die Welt heute ist doch viel, viel besser als damals. Natürlich sind solche Dinge, die da in der Ukraine passieren, absolut fatal. Aber ein Mindset, was ich dir mitgeben möchte, wenn der Worst Case eintritt, kann ich dir eine Sache mitgeben. Dein Aktiendepot wird im Weltkrieg und in einem totalen Untergangsszenario dein kleinstes Problem sein. Also hoffen wir, dass dies nicht passiert und dass sich schnellstens der Frieden endlich wieder durchsetzt. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie verhalte ich mich aktuell? Kaufe ich gar nichts mehr? Warte ich ab? Also ich war natürlich auch extrem geschockt, als ich aufgewacht bin und diese Lage in der Ukraine dann gesehen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, aber wenn wir uns mal auf die Aktien fokussieren und das ganze Thema mal so ein bisschen nüchtern betrachten, habe ich keine große Veränderung geplant für mein Depot. Ich habe generell ein klares Money Management, das heißt, ich habe aktuell Cash für Rücksätze am Aktienmarkt und kaufe einfach systematisch nach, ohne da groß emotional ranzugehen. Natürlich, wenn ich mir jetzt emotional die Sachen anschaue, ist das Aktienthema jetzt nicht das Wichtigste, aber auf diesem Kanal geht es sich halt um Aktien. Und ich persönlich fokussiere mich eben auf Unternehmen, die es aktuell günstiger gibt, aber die nichts mit der Situation zu tun haben. Also die auf keinen Fall negativ auf die aktuelle Situation haften. Und muss man jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Ich denke nicht. Wer mehr hat, kann sich um seine Finanzen kümmern und kann so eben auch spenden und Leute unterstützen in solchen Krisensituationen. Und ein paar Impulse zum Schluss. Du brauchst eben ein Depot mit Aktien, mit denen du dich wohlfühlst. Du brauchst eine klare Strategie. Du musst deine Investmententscheidung alleine treffen können und dann wirst du auch durch solche Krisen wie jetzt am Aktienmarkt durchkommen und versuche einfach Unternehmen zu haben, wo du wirklich kein schlechtes Gewissen hast, wo du jetzt nicht sagst, okay, ich suche jetzt extra nochmal von der Kriegssituation zu profitieren. Das finde ich selber auch nicht schön. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie du dich aktuell verhalten kannst, wie du auch in diesen Zeiten da durchkommst und weiter investieren kannst. Und hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es jede Woche 3 Videos. Also wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann, dein Maxim Rode.